Mittwoch, dem 13. Oktober 2010, hat die jiddische Kulturwelt in New York sich gefreut bei gedeckten Tischen in der Chuschewer Sutton Place Synagoge, lekuvit dem 95. Geburtstag von der beliebten Aktrice Shifre Lerer. Wir sind in Chadushim früher gefahren zu Gast zu Shifre in ihr Dier in Manhattan zu Chappen mit Schmues. Ihr Chavetisch Shoshana Volkovich hat für uns geöffnet die Tier. In Shifres Dire liegt ein Äußer von Fotografien und Dokumenten in Scheiches mit dem jüdischen Theater, sei von ihr Heimland Argentina, sei von Amerika, sei von Yisrael in anderen Ländern. A klar, Shifre Lerer ist eine seltene Qual von der jüdischen Kulturgeschichte. Gott, sie hat gespielt hunderte Rollen auf der Bühne bis ihr lange Karriere. Kämen sie heim zum Besten zu liebe Rolle in dem Film Gott, Mensch und Teufel. Wenn der Vetter spielt, weiß ich mir heute, als ich die Welt lichtiger und freilicher, als er ihm wird anders. Und das Fiederle rät, und wein. Wünscht mir ein bisschen Glück, wünscht mir ein bisschen frei, war einem das Leben nicht schön. Den zweiten Verwuss bringt es leid. Wünscht mir ein bisschen Glück, wünscht mir ein bisschen frei. Verlangt nicht kein Sach, weht nur bei euch. Wünscht mir ein bisschen Glück. Sind ihr die einzige Aktrice, bist du gekommen von Argentinien in New York? Nein, ich bin die einzige Aktrice, die einzige Geborene. Jüdische Aktrice, Argentinier. Mensch, das ist geworden beim jüdischen Theater. Wo es hat angefangen, im jüdischen Theater, habe ich nur gegangen, im jüdischen Theater, bis mein nächstes Jahr. Das ist die einzige jüdische Argentiner-Aktrice. Weiter, die anderen sind gekommen, sind geboren. Die kommen schon als Kinder oder gut kleine Kinder, aber nicht geboren in Argentinien. Die geboren in Argentinien haben so gespielt mit Moritz Schwarzen, also gespielt mit Ben Nami, also gespielt mit Tulkov, also gespielt mit Gidane Schumacher und noch andere Türme, so gewinnt es im Moment, dass man geboren ist. Mhm. Ein Gebäude in Argentinien. Und das hat sie immer gesehen. Ja, ja. Das ist Lebedev. Das ist Lebedev. Du bin ich. Das ist der Natürer in Alexandrov in Argentinien. Das ist Adolf Streitmann. Ein Charakter-Aktier, sehr guter. Und das ist Nussen Kringer. Er ist gewesen, gemacht wie ein Alphabet. Aber als wenn er zusammengeht, hat er ein Kind, das ist verrückt auf ihn. Ich denke, er spielt mit Benami, aber er spielt eine Pjäse von Tamara, von Ignazio Cilone, ein italienischer Schreiber. Die besetzt die Pjäse für ihn, für Benami und vergessen von Tamara. Und wir haben gespielt auf das Volk, da wisst ihr, in meinem kleinen Dörfurt, in der Bürgermeister von dem Dörfurt, macht ein Komplott mit dem, Chef in der Polizei, ja. Aber soll ein Teich, ein gewissen Teich, verkehrt werden in der Seite, da soll nicht umgehen, Wasser für die Bäuer. Du hast Streiken, steht dort und tun alles in der Gegend, in der der Streikmann. Es gab einen Lodger-Akzent, und er darf gegen den Bürgermeister. Ich sage, das ganze Volk, 10 Menschen sind ausgestellt dort an der Bühne, und er kommt da rein mit dem Papier. Meine Damen und Herren, und du hast du eine Petition, in welcher es steht geschrieben, dass der von der Mare Teier darf zu verkehren werden in Asad. Sie sind der italienische Bürgermeister. Wir sind alle gewesen auf der Erde, so wie das Ding weiter. Und er hat gesagt, du bist agrarischer Wärter. Und ich kann nicht sagen, du bist agrarischer Wärter. Aber sie sind sehr interaktiv. Sehr interaktiv. Der von der Mare Teier. Mit Goldberg habe ich auch gerade eine interessante Episode. Man hat gesagt, dass Goldberg ist ein schlechter Mensch. Er ist ein strenger Regisseur. In der Vordersehre sagt, natürlich haben unsere Gebunte mit gegen ihn. Er ist schon gerade gewesen früher in Buenos Aires mit Stella Adler. Es
zu einer stillen Liebe zwischen sie beiden. Und dann beide waren sehr schön, sehr elegant, ein Gitaktür. Stella, das war ein Gitaktür, Fiedisch. Stella, das war ein Gitaktrische, ein Goldberg, ein sehr Gitaktür, sehr charmant, sehr schön. Nachher sage ich, ich komme das zweite Mal allein und das dritte Mal. Das dritte Mal ist nur, wenn ich was aber kenne, in Buenos Aires. Und alle Akteuren sitzen auf der Bühne, nicht und da habe ich noch gebracht, in der Bahn. Ungepickt, weil der Amerikaner ungeätter, der in der Zeit, also der Gangster, mit der aufgestellten Kellner, ein sehr interessanter Mann. Ich komme da immer stärker vor. Die Akteuren haben die Kämpfe früher, weil ich gespielt mit ihm. Aber es war eine Probe, warum nicht gespielt mit ihm. Hier bin ich wenn ich hingehe. Und ich habe keine Gelegenheit, zu spielen mit ihm früher. Und ich bin gesessen, das war aber so, dass er sehr streng. Kinder zwischen mir, die sind sehr durch. Ja, das ist mit dem Lehrer als Schwester. Und sie fängt erst und sie ist auch umfangen. Gegangen weiter, Inspektion von der Tür. Es endet zur Inspektion, und dann muss ich weg. Er hat uns in eine Pièce, Kamanovtscher Pièce. Und er hat sich die Rolle. Und dann geht mir der Rolle von der Schichtpizza. Wenn er oben in Gott ist, dann kommt er auf den Office-Zimmer, er spielt damit seinen Namen. Und ich spiele eine Schichtpizza und ich habe eine Szene mit ihm, sehr schön. Ich dachte zu mir, ich gehe hin. Ich dachte zu mir, er wird mich schrappen bei der Hand. Ich kann ihm weisen, dass ich kein Wert ins Spiel gehe. Ich habe gesagt, Ich gehe hin. Nehme Kästel, also über die Schichtpizza gehen in den Gas. Nimm der Beste mit dem Nissen, das ganze Gewicht in der Inne von der Inka, wo sie pitschen. Und ich kriege so sie, wie sie macht, das wird sehr bitter. Und dann schweigt er noch ein bisschen schieben und macht. Ich war schon gerne Szene. Und die Rolle, ich habe immer gelernt, die Rolle immer, aber schon gekannt, die Rolle ist ein wenig, weil er sich gegen den Kopf. Ich bin von der Probe mit dem Gästele. Ich war gleich besiegt. Ich dachte, ja, steh mit der Rolle, wenn sie lehnen erst. Ja, es ist wie so geht es. Und ich sage, es ist das Souffleur, zu soufflieren. Mir sollte nicht soufflieren, das ist keine schöne Rolle zu wählen. Normalerweise, ich muss da sitzen, das ist ein starker Kind. In Goldberg gibt man gut, die ganze Rolle zu wählen. Ja, genau, was wir wählen. Die ganze Szene, ich bin. Und wir machen das Szene. Ich mache mir mit dem Pitcher gerettet, ich warte mit den Händen, so wie ihr wisst. Und ich spiele um die ganze Szene. Und ich trage das, damit er mich erinnert. Und ich sage, ach, du sagst, wie die hat, du sagst. Weil, er geht nicht. Und er geht mich runter zu mir. Ich habe schon gerne. Ich sage, ja, also die Szene hat sich schon gerne. Und ich meinte, dass ihr kennt als Link. Ich habe gemacht als Link. Ich habe schon raus vom Kopf, ich habe gemacht, ich kenne gar nicht. Ich habe einen Umfang. Und ich mache es früher, also ich darf lehnen, kein Kollegen wollen. Seht ihr, ich darf ein bisschen besser oder der Fuß. Später, aber ich mache dann Donatien, ich habe gekannt, ich habe auch keine Bühne bald. Der erste Mal, ich spiele im Theater, ich habe gesagt, was ist es? Bis ich werde gehen auf der Bühne, ich habe 10 Mal übermachen, das ist eine. Oder 20 Mal, also ich kenne gar nicht. Da blutet sie gleich. Von einem gegangen heim. Und ich weiß, war meine Schwester, sie gefährt mich in ganzen Zerkampfen. Ich habe mich gesagt, ich habe mich nicht mehr gratuliert, ich habe mich gesehen. Und du nimmst ein Beispiel von einer Ingatrice. Ich kenne gut nicht. Wünscht mir ein bisschen Glück, wünscht mir ein bisschen Freude. Verlangt nicht kein Sach, weht nur bei euch, wünscht mir ein bisschen Glück, wünscht mir ein bisschen Glück, wünscht mir ein bisschen Freude. Bei einem das Leben ist schön, dem zweiten Verwuss bringt es Leid. Wünscht mir ein bisschen Glück, wünscht mir ein bisschen Freude. Verlangt nicht kein Sach, weht nur bei euch, wünscht mir ein bisschen Glück.